Mariam erwachte. Oder nein, sie erwachte nicht. Sie hatte nicht geschlafen, da war sie sich sicher. Sie durfte nämlich nicht schlafen, egal wie müde sie war. Sie musste nämlich... Sie hatte durch die dreckigen Glasscheiben des Fensters nach draußen gespäht, hatte den Wolken zugesehen, wie sie über den Himmel gepeitscht wurden, von einem teilnahmslosen Wind, der nichts anderes kannte als die Parole »Weiter«. Immer weiter. Kein Ziel. Dem Wind ging es nur um das Hier und Jetzt. Wie oft hatte Mariam sich ganz ähnlich gefühlt in den letzten Jahren? Wie oft hatte für Rolf und sie gegolten? Egal wie. Hauptsache, wir überleben. Das war jetzt anders. Jetzt, wo sie einen Sohn hatte. Oder besser gesagt, es musste anders werden. Sie konnten unmöglich so weiterleben wie bisher, nicht solange das Baby so klein und verletzlich war. Schluss mit der ziellosen Herumtreiberei. Sie sah auf ihn herab, ihr Sohn, ihr Kind, so winzig. Noch war er ruhig, aber seine Augen waren offen und er würde sicher nicht mehr lange so ruhig bleiben. Er ließ seinen Blick neugierig hierhin und dorthin wandern, so schien es, aber er kehrte wie von selbst immer wieder zu Mariams Gesicht zurück. Der kleine, zahnlose Mund öffnete und schloss sich. Irgendwie wirkte er mürrisch, wahrscheinlich weil ihm durch Mariams wenige, schmerzlahme Bewegungen Wärme entzogen worden war. Bald würde er wieder hungrig sein und sie würde ihn dann an ihre andere Brust legen, damit er trinken konnte. Dieser süße Schmerz musste verteilt werden, damit nichts wund wurde oder sich entzünden konnte. Das hatte Mariam auf ihren Reisen mit Rolf immer wieder bei anderen Müttern beobachten können und mit einigen auch darüber gesprochen. Mit ihrem Zeigefinger streichelte Mariam sanft den rechten Mundwinkel des Kleinen, um ihn zum Lächeln zu bringen. Es funktionierte, aber nur ganz kurz. Dann veränderte sich das kleine Gesicht von einer auf die andere Sekunde. Die niedliche Zornesfalte war wieder da und er begann zu schreien. Sch, alles ist gut. Du kriegst ja gleich was. Mariam legte ihn an die andere Brust und er wurde wieder ruhig und trank. Aber es war zu spät. Die Wölfe draußen vor der Hütte hatten ihn gehört und verstärkten ihr langgezogenes, hungriges Heulen. Gut so, heult ruhig, dann weiß ich wenigstens, wo ihr seid, dachte Mariam, der die letzte Attacke auf die Tür der Hütte noch in den Knochen steckte. Sie hatte noch immer Angst vor den Tieren, vor allem vor ihrem merkwürdigen Verhalten und dem großen Weibchen, und sie wünschte sich noch immer, dass Rolf bei ihr wäre. Aber es war nicht mehr so schlimm wie vor der Geburt. Trotz all der Schmerzen, all der Angst und all der Anstrengung und obwohl sie am Ende ihrer Kräfte sein musste und es vermutlich auch war, fühlte Mariam, dass ihr Geist sich ein wenig erholt hatte. Sie widerstand dem plötzlichen Drang, ihren Sohn fest an sich zu pressen, ließ ihm Raum. Er trank jetzt nicht mehr, aber seine Lippen umschlossen noch immer die Spitze ihrer Brust. Das hatte sein Vater auch gerne getan. Mariam traten die Tränen in die Augen. Sie blinzelte sie weg, wollte sie nicht. Weiter, immer weiter, was auch sonst. So behutsam sie konnte, legte sie ihn auf das Bett zurück und deckte ihn zu. Natürlich passte ihm das nicht, aber das war abzusehen gewesen. Sein ärgerliches Weinen traf Mariam dennoch tief in ihrer Seele, ohne dass sie es verhindern konnte. Einige Minuten lang weinte sie mit ihm. Schließlich gelang es ihr, sich selbst zu sagen, dass es ihm gut ging. Er war satt und er hatte es warm. Konnte sein, dass es ihn irgendwo zwickte oder juckte oder unbequem war oder dass ihm schlicht der Kontakt zu ihr fehlte. Aber es ging ihm gut. Er hat es warm. Warm? Mariam schaute zu dem Ofen hin. Ja, es war noch warm in der Hütte, aber das Feuer loderte und züngelte nicht mehr. Sie stand mühsam auf. Verdammt, erst hatte der Bauch ihre sonst so kraftvollen und geschmeidigen Bewegungen behindert und jetzt waren es Schmerzen und Erschöpfung. So ein Mist. Wer auch immer dafür verantwortlich war, dass Lebewesen sich auf diese Art und Weise fortpflanzen mussten, gehörte augenblicklich hingerichtet. Oder zumindest sollte Rolf ihm ein paar auf die Schnauze hauen. Der spaßige Teil war ja ganz wunderbar. Sogar mehr als das, dachte sie noch.
aber als sie sich hinunterbeugte, um ein großes, harziges Holzstück aufzuheben, kam ihr dieser schöne Teil vor wie eine sehr, sehr hinterhältige Falle. Dann musste sie lachen. Das Feuer loderte wieder und sie lag wieder bei ihrem Sohn im Bett. Mariam lag auf der Seite, umschloss erneut den kleinen Körper mit ihrem eigenen Leib, schützte ihn. Jetzt waren seine Augen geschlossen, sah sie, als sie sich vorbeugte und nachschaute. Eigentlich wäre in dieser Sekunde alles perfekt gewesen, wäre da nicht dieser Geruch. Kleiner Scheißer. Naja, es war ja nicht so, dass es in der Hütte vorher besonders gut gerochen hätte. Sie schaute nach draußen, versuchte die unschuldige Belästigung ihrer Nase zu ignorieren. Aber wenn sie das für eine Weile tun würde, würde er sicher bald wieder zu weinen anfangen. Und die Wölfe waren zwischenzeitlich ohnehin wieder näher gekommen. Seit dem letzten Mal hatte es keiner mehr an der Tür versucht. Auch auf dem Dach war keines der Tiere mehr gewesen. Mit einem schweren Seufzer erhob sie sich vom Bett und löste sich von ihrem Sohn. Es half nichts, sie musste ihn sauber machen. Im Feuerschein, der vom Ofen ausging, tat sie ihr Bestes, um ihn zu reinigen, so gut es ging. Natürlich beschwerte er sich trotzdem ob der ungewohnten Behandlung. Es war seins und es war auch ihr erstes Mal. Ziemlich viele erste Male in letzter Zeit, dachte sie, und diesmal wusste sie nicht, ob sie lächeln oder doch wieder weinen sollte. Als es geschafft war, stand sie etwas ratlos mit dem schmutzigen Stofffetzen in der Hand vor dem Bett. Sie hatte ihren Kleinen wieder eingepackt und zugedeckt, so gut es eben gegangen war. Mit dem Schreien hatte er glücklicherweise aufgehört. Dies galt nicht für die Wölfe. Ihrem Geheul nach waren sie noch näher gekommen. Wobei, das Geheul hatte jetzt einen etwas anderen Unterton, wie Mariam feststellte, während sie zeitgleich überlegte, ob sie die verschmutzten Lumpen ins Feuer oder nach draußen werfen sollte. Sie sah aus dem Fenster hinaus. Etwas hatte sich verändert dort draußen. Es dauerte einen Moment, bis sie dahinter kam, was es war. Die Stimmung war eine andere. Die Tiere agierten nicht mehr als die bedrohliche Einheit, als die Mariam sie zuvor wahrgenommen hatte. Ohne dass Mariam wusste, woran sie dies festmachte, spürte sie, dass etwas, ein Kampf bevorstand. Die Haare an ihren Armen richteten sich auf. Adrenalin durchflutete sie. Dabei habe ich doch gar nichts damit zu tun, was diese Viecher... Sie warf einen schnellen Blick zu ihrem Sohn. Alles gut. Sie sah wieder nach draußen, den verschmutzten Stofffetzen noch immer in der Hand. Mit weichen, schwachen Beinen stand sie da. Unter den Tieren hatten sich zwei Lager gebildet, so wirkte es. 3 gegen 2, darauf würde es wohl hinauslaufen, wobei die Tiere, die in der Unterzahl waren, größer und stärker aussahen als ihre Gegenüber. Irgendwie war es seltsam. Die Tiere wirkten in diesem Moment nicht wie Tiere. Jetzt, wo Mariam, wenn auch aus einiger Entfernung, ihren Zorn sehen konnte und ihre Angriffslust, hatten ihre Wolfsgesichter seltsam menschliche Eigenschaften. Mariam wurde immer gespannter. Etwas Großes passierte da draußen, jetzt gerade in diesem Moment. Etwas Wichtiges, das sie nicht ganz begreifen konnte. Im Grunde konnte sie die Tiere nur aufgrund ihrer Größe unterscheiden. Sie waren zu weit entfernt, um ihre feineren, individuellen Eigenheiten und Merkmale erkennen zu können. Eines der Tiere auf der linken Seite schnappte nach einem der beiden größeren, die sich, von Mariam aus gesehen, rechts befanden. Schnee stob auf, das attackierte Tier wich aus und die beiden Gegner umschlichen sich knurrend. Nun kam auch Bewegung in das Alpha-Weibchen, das sich bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin ruhig verhalten hatte und, wie Mariam auch, die ganze Szene aus einiger Entfernung beobachtet hatte. Sie macht sich bereit zu handeln und für Ordnung zu sorgen, dachte Mariam. Der Kampf zwischen den beiden Tieren entbrannte erneut und noch mehr Pulverschnee wurde von den sich blitzschnell bewegenden Tatzen der kämpfenden Wölfe nach oben geschleudert und dort vom Wind zerstäubt und nach links aus Mariams Blickfeld davongetragen. Einen Sekundenbruchteil später waren die beiden Wölfe nicht mehr als 2 getrennte Tiere zu sehen, sondern als eine ineinander verkeilte Einheit. Mariam konnte ihr Knurren, Geifern und Winseln hören, wenn entweder das eine Tier oder das andere eine ungeschützte Stelle am Feind gefunden hatte, in die es die Zähne versenken konnte.
Ein Hauch von Rot mischte sich in das Bild, den Mariam aufgrund der Lichtverhältnisse mehr erahnte, als dass sie ihn wirklich sah. Rasende und ineinander verkeilte Schemen, die sich dann und wann für einen kurzen Moment voneinander lösten, nur um sich gleich darauf wieder mit archaischer Gewalt aufeinander zu stürzen. Der Kampf schien kein Ende nehmen zu wollen, und je länger er andauerte, desto mehr wurde Mariam bewusst, dass ihr Mund weit offen stand und sie noch immer übelriechende Lumpen in der Hand hielt und dass sie ihrem Kind schon seit mindestens einer Minute keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Sofort bekam sie ein schlechtes Gewissen. Kurzerhand warf sie die Lumpen ins Feuer. Bei dem, was sich dort draußen gerade abspielte, wollte sie sie doch lieber nicht vor die Hütte werfen, was auch schon alleine aufgrund der Anwesenheit der Tiere dort draußen vermutlich eine ziemlich dumme Idee gewesen wäre. Das wurde Mariam klar, ohne dass sie diese Gedanken bewusst gedacht hätte. Sie sah zu ihrem Sohn aufs Bett. Seine Augen waren offen und es schien, als würde er seine Mutter in diesem Augenblick exakt so fasziniert beobachten, wie sie es mit den Tieren dort draußen tat. Ihr Sohn spürte offenbar auch, dass gerade irgendetwas Großes im Gange war. Die Gänsehaut an Mariams Unterarm hatte sich noch nicht zurückgebildet, sondern sich über den Rest ihres Körpers ausgebreitet. Ihr Herz schlug schnell. Sie versuchte sich zu ermahnen, versuchte sich in Erinnerung zu rufen, dass starke Holzwände sie vor dem schützten, was dort draußen passierte. Aber es funktionierte nicht. Ohne dass sie selbst etwas dagegen tun konnte, kehrte sie, so schnell sie konnte, vom Ofen zum Fenster zurück, damit sie sehen konnte, wie es weiterging. Noch immer waren die beiden Tiere im Kampf miteinander verbunden, aber sie lösten sich zwischendurch nicht mehr voneinander. Eines der Tiere, offensichtlich das Unterlegene, lag auf dem Rücken und das andere hatte es am Hals gepackt. Knurren und Winseln und noch mehr Rot. Mariam war klar, dass der Sieger dieses Kampfes den Verlierer töten würde. Mariam hatte schon öfter Tiere miteinander kämpfen sehen und irgendwie hatte sie diese Kämpfe immer eher als eine Art der Kommunikation denn als Kampf wahrgenommen. Das hier schien aber etwas anderes zu sein. Sie meinte Mordlust im Knurren des überlegenen Tieres zu hören und echte Todesangst im Winseln des anderen. Ja, doch. Mariam war sich sicher, dass das überlegene Tier den Verlierer oder die Verliererin des Kampfes umbringen würde. Sie konnte nicht genau sagen, woran sie das festmachte, aber auch den anderen Tieren schien dies klar zu sein. Der Sieger würde nicht aufhören. Die drei Wölfe, die bis jetzt nicht eingegriffen hatten, begannen nervös auf und ab zu laufen. Ihre Ruten waren zwischen die Hinterläufe geklemmt, ihre ganze Körperhaltung geduckt. Aber nicht unterwürfig, sondern aggressiv. Dabei verließ aber keines der Tiere die Seite, die es bereits vor Beginn des Kampfes eingenommen hatte. Das rechte Tier stand alleine, während die beiden Tiere auf der linken Seite sich dicht beieinander hielten. Als der Wolf auf der rechten Seite schließlich mit einem gewaltigen Sprung in den Kampf eingriff, begriff Mariam instinktiv, dass der Wolf das unterlegene Tier retten wollte. Für die beiden Tiere auf der linken Seite war diese Einmischung wie ein Startschuss. Auch sie stürzten sich jetzt mit geifernden Lefzen in den Kampf. Das Knurren, Bellen und Winseln wurde lauter. Auch das Baby auf dem Bett begann nun zu schreien. Ohne den Blick abzuwenden, machte Mariam einige wenige schnelle Schritte und hob ihren Sohn hoch. Sie wiegte ihn in ihren Armen, während sie weiter zusah, wie der Kampf dort draußen wilder und wilder wurde. Sie sah nur wirbelnde, dunkle Silhouetten, die sich miteinander verbanden und sich wieder voneinander lösten, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Mehr und mehr Rot, mehr und mehr Nässe, meinte sie erahnen zu können. Auch das Alpha-Weibchen war jetzt näher gekommen. Es bewegte sich langsam. Die Aggression der Tiere hatte sich auf Mariam übertragen. Sie musste aufpassen, ihr Kind nicht vor Aufregung zu fest an sich zu drücken. Sie konnte fühlen, dass der Klimax des Geschehens dort draußen gleich erreicht sein würde. Mariam bemerkte, dass sie die Luft angehalten hatte und tat einen bewussten, tiefen Atemzug. Sie atmete ein und als sie wieder ausatmete, geschah es. Das Alpha-Weibchen sprang unter die kämpfenden Rudelmitglieder, packte den erstbesten Wolf im Genick und biss zu.
Im selben Augenblick, in dem Maria meinte, die Halswirbelsäule des Tieres brechen zu hören, traf sie eine andere Empfindung, wie mit der Gewalt eines Schmiedehammers, innen in ihrem Kopf. Unmut, aufhören, Dominanz, Herrschaftsanspruch. Diese Worte reichten nicht aus, um jede Nuance des eindeutig vom Alpha-Weibchen ausgehenden Gedankenlautes zu beschreiben. Zorn lag darin, wilde Lust am Töten, Hunger, aber auch ein Hauch von Fürsorglichkeit und Sorge. Das und noch so viel mehr, das Mariam nicht fassen konnte. Die anderen kämpfenden Tiere stoben auseinander, winselten, aber das hinderte das Alpha-Weibchen nicht daran, den deutlich kleineren Wolf, den es soeben getötet hatte, wild hin und her zu schleudern und schließlich mit einer beinahe verächtlich wirkenden Bewegung des Halses und des Kopfes geradezu zur Seite zu werfen. Mariam registrierte dies gar nicht so ganz, denn die Gedankenimpulse, die sie mit so brachialer Kraft getroffen hatten, hatten sie geradezu gelähmt. Wie ganz weit weg hörte sie ihr Kind weinen, während sie selbst in Panik erstarrt war. Und es war nicht nur das, was sie gefühlt hatte, sondern auch die Tatsache, dass sie es gefühlt hatte. Die pure Gewalt dieser Empfindung, zusammen mit den grausamen Bildern, die sich dort draußen abspielten, hatten nicht nur den tobenden Kampf von jetzt auf nachher beendet und die anderen Wölfe auseinandergetrieben. Auch Mariam war von diesem emotionalen Schlag hart getroffen worden. Eine solche Empfindung hatte sie noch nie zuvor gehabt. Ein brüllender Befehl war in ihrem Kopf erklungen, direkt in ihrem Kopf. Und in diesem Befehl hatte eine solche Vielzahl von Empfindungen, weiteren Befehlen und Emotionen gesteckt, dass sie außer Lage war, all dies wirklich zu fassen. Sie spürte, wie ihr Körper zitterte. Lange würde sie nicht mehr stehen können. Aber sie hatte ihren Sohn auf dem Arm. Wenn sie umfallen würde, würde auch er fallen. Sie musste sich losreißen von dieser Lähmung, musste ins Hier und Jetzt zurückkehren. Aber es war schwer. So unglaublich schwer, die Gedankenparalyse abzuschütteln und zu handeln. Draußen sprang das Alpha-Weibchen erneut nach vorn, aber nicht um ein weiteres Mitglied ihres Rudels zu töten, sondern eher so wie ein Redner auf ein Podium tritt. Stille herrschte. Es gab kein Winseln und kein Knurren mehr, keine Laute irgendeiner Art für viele Augenblicke. Dann hob das Alpha-Weibchen den Kopf und heulte, wie Mariam noch nie zuvor einen Wolf hatte heulen hören. Die anderen Tiere duckten sich weg. Eines rollte sich sogar auf den Rücken und präsentierte den verletzlichen Bauch, aus dem es ohnehin schon blutete. Dann brach das Heulen ab, und nach einem kurzen Augenblick des Sich-Sammelns kam wieder Bewegung in die Tiere. Ein einzelner Wolf begann zu rennen. Er rannte nach links hin an den drei Wölfen, die sich mehr oder weniger die ganze Zeit über auf dieser Seite befunden hatten, vorbei. Eine Sekunde später nahmen die drei Tiere die Verfolgung auf. Mariam wusste einfach, dass es sich um eine Verfolgung handelte, ohne den Grund zu kennen. Das Alpha-Weibchen hatte geurteilt. Das Alpha-Weibchen, es saß jetzt wieder da, und während es Fleisch aus dem Wolf riss, den es gerade getötet hatte, starrte es weiter in Richtung Hütte. Seltsam genug, dies alles zu beobachten, aber ein Tier, das einen Artgenossen auffraß, hatte etwas seltsam Faszinierendes und gleichzeitig zutiefst Bedrohliches, aber auch etwas Hypnotisches und etwas, von dem einem schlecht werden konnte. Und es stand in einem ungemein starken Kontrast zu allem, was Mariam zuvor erlebt hatte, gerade zu ihrer letzten Erfahrung. Auch dies konnte Mariams Geist in dieser Sekunde nicht fassen oder Worte dafür finden. Sie war völlig überfordert. »Die Wölfin, sie war in meinem Kopf, sie...« Nachdem die Wölfin eine Weile gefressen hatte, gelang es Mariam schließlich, ihren Schock zu überwinden. Einmal mehr legte sie ihren Sohn an die Brust und ließ ihn trinken, auch wenn sie nicht glaubte, dass er hungrig war. Sie wollte eigentlich nur, dass er mit dem Weinen aufhören würde. Das tat er. Er trank zwar ein ganz klein wenig, aber der Hautkontakt beruhigte ihn so weit, dass er einschlief. Mariam kniete sich mühsam aufs Bett und legte ihn sehr vorsichtig und behutsam ab, um ihn nicht zu wecken, und deckte ihn zu.
Sie hielt sich aber in direkter Nähe, damit er sie spüren konnte, und starrte erneut nach draußen. Vom Ofen her knackte es laut. Ein Stück Holz im Feuer. Etwas war geborsten, und auch Mariam fühlte sich plötzlich, als wäre in ihr etwas aufgebrochen. Ein beunruhigendes Gefühl, ein unbestimmtes Gefühl, ein neuartiges. Das war nichts. Sie haben gekämpft. Das passiert im Tierreich und bei den Menschen auch. Ich habe so etwas schon oft genug erlebt. Da war nichts, was mich beunruhigen müsste. Da war nichts, was... Mariam wusste, dass diese Gedanken bestenfalls zu einem kleinen Teil richtig waren. Das, was sie gerade erlebt hatte, das war mehr gewesen als nur eine Auseinandersetzung. Dieser Gedankenschlag in ihrem Kopf, er war eindeutig von dem Alpha-Weibchen ausgegangen. Gerne hätte sich Mariam in diesem Punkt etwas vorgemacht, sie wusste aber, dass dies nichts brachte. Man musste die Dinge so beurteilen, wie sie eben waren. Das hatte sie von Rolf gelernt. Sicher, manchmal war das nicht gut möglich, gerade wenn man selbst aufgewühlt war. Natürlich konnte es auch sein, dass die Geburt und das alles ihr Nervenkostüm über Gebühr strapaziert hatte. Und dass sie deshalb... Nein, es konnte nicht nur das sein. Sicher nicht. Irgendwie wusste Mariam, dass das, was sie gerade erlebt hatte, echt gewesen war. Echt und stark und neu und so verdammt furchterregend. Gerade riss das Alpha-Weibchen erneut ein Stück Fleisch aus der Flanke seines toten Artgenossen. Solange es frisst, kann ich mich bewegen, richtig? Mariam bestätigte sich diesen Gedanken selbst und setzte sich vorsichtig in Bewegung, um dabei die alte durchgelegene und verschmutzte Matratze des Bettes nicht allzu sehr in Bewegung zu versetzen. Sie legte so viel Holz in den Ofen, wie er fassen konnte. Mit ihrem Bogen, einigen Pfeilen und der Schrotflinte kehrte sie zurück zum Bett. Wölfe alleine wären schon bedrohlich genug gewesen, gerade wenn sie hungrig und angriffslustig genug waren, um zu versuchen, in eine Hütte einzudringen. Mit diesem großen Weibchen dort draußen war das noch einmal etwas ganz anderes. Aber egal, was dieses Tier mit seinen Gedanken machen konnte, und egal, wie bösartig es war, Mariam war fest entschlossen, es zu töten, falls dies nötig werden würde. Sie starrte weiter nach draußen. Mariam wusste noch nicht, was sie tun würde, wenn die Sonne ganz untergegangen und das seltsam bläuliche Licht dort draußen einem tiefen Schwarz gewichen wäre. Sie wusste, wenn sie nicht sehen konnte, wo das Alpha-Weibchen sich befand, würde sie Angst haben. Sie würde in der Hütte sitzen, die Flinte abwechselnd auf die Tür und das Fenster gerichtet, und sie würde nicht wagen zu atmen, weil ihre eigenen Atemzüge dann die Geräusche von draußen überlagern würden. Aber sie würde bereit sein, so bereit, wie sie konnte. Versuch es besser nicht, du Mistvieh, sonst werde ich dich töten. Mariam beobachtete, wie das Alpha-Weibchen plötzlich den Kopf hob. Es sah direkt in ihre Richtung. Dann legte das große Tier den Kopf schief, für einen Moment nur, wie zu einem Grinsen, bevor es erneut ein Heulen ausstieß, das Mariam durch Mark und Bein ging. Verdammte weiße Hölle, dachte Rolf. Verdammter alter Körper. Jeder Schritt fiel ihm schwerer als der vorherige. Sein linkes Knie tat weh. Nicht so sehr, dass es ihn nennenswert eingeschränkt hätte, aber er spürte es. Das rechte auch, wenn er ehrlich war. Es sollte so nicht sein. Er ignorierte das unangenehme Gefühl. Schmerz wollte er es nicht nennen. Er schleppte sich weiter. Dabei warf er immer wieder einen Blick nach hinten. Noch waren die drei Gestalten nicht auf eine gefährliche Distanz herangekommen, aber sie kamen näher. Definitiv. Sie waren eindeutig schneller als er. Er machte eine ruckartige Bewegung, mit der er das Gewicht des Gamsbocks besser auf seinen breiten Schultern verteilte. Dann stopfte er weiter. Bis zur Hütte konnte es nicht mehr allzu weit sein. Die Frage war nur, ob er seine Verfolger bis dahin irgendwie loswerden konnte.
Dabei dachte Rolf nicht an bloßes Abschütteln. Er war generell ein Freund endgültiger Lösungen. Diesen speziellen Entschluss aber hatte er gefasst, nachdem seine Verfolger auch auf ein erneutes Winken nicht reagiert hatten. Sie waren einfach weiter in seine Richtung gelaufen, ohne den Gruß zu erwidern. Zielgerichtet und unbeirrbar. Da brauchte er wegen seiner eigenen unbeirrbaren Entscheidung kein schlechtes Gewissen haben. Dabei war es ihm egal, wo sie herkamen. Es war egal, ob sie aus der Höhle kamen, die er entdeckt hatte, oder ob sie mit all dem nichts zu tun hatten. Sie hatten es auf ihn abgesehen und... Aber stimmte das? Hatten sie es wirklich auf ihn abgesehen oder vielleicht doch eher auf den Gamsbock? Aber spielte das überhaupt eine Rolle? Nein, es war sein gottverdammter Gamsbock und er würde ihn und Mariam ernähren. Der Entschluss war gefasst. Diese drei Gestalten, wer immer sie waren, würden nicht in die Nähe der Hütte gelangen, in der Mariam auf ihn wartete. Er war ein ganzes Stück weitergelaufen, richtete seinen Blick jetzt wieder kurz nach hinten, dann wieder nach vorn. Seine Oberschenkel brannten. Er suchte die richtige Stelle. Eine Stelle, die ihm einen Vorteil verschaffen mochte. Eine Stelle, die die Überzahl seiner Verfolger nichtig machen würde. Eine ganze Weile stopfte er weiter und hinterließ tiefe Abdrücke im Schnee. Die Sichtweite hatte sich durch den drohenden endgültigen Sonnenuntergang weiter verkürzt. Der Blauton war kräftiger geworden und Rolf hatte Schwierigkeiten dabei, in mehr als 80 oder 100 Metern Details zu erkennen. Aber schließlich blieb sein Blick hängen an etwas, das aussah wie ein Felsen, der das Weiß der Schneedecke gewaltsam durchbrach. Auf die Entfernung wirkte er noch klein, aber Rolf wusste, würde er näher heran, dann würde ihn das Gestein um etwa das Doppelte überragen. Es würde ihm eine feste Unterlage bieten, auf die er seinen Ellenbogen abstützen konnte, um zu zielen. Er aktivierte seine letzten Kraftreserven, schritt noch etwas schneller aus. Sein Ziel befand sich halb links am Hang. Als er die Strecke zur Hälfte zurückgelegt hatte, hielt er kurz inne und verschnaufte. Er drehte sich nach hinten um. Er hatte versucht, keine zu abrupte Korrektur seines Kurses durchzuführen, damit dies seinen Verfolgern so spät wie möglich auffallen würde. Aber ein vergebliches Unterfangen war es gewesen. Seine Stirn legte sich in Falten. Sie hatten seine Kurskorrektur mitgemacht, ob nun instinktiv oder absichtlich, das spielte keine Rolle. Weiter als bis dorthin würden sie ihm nicht mehr folgen. Als er sein Ziel, den Felsen, schließlich erreicht hatte und hinter der vergleichsweise kleinen Gesteinsformation vorerst aus dem Sichtfeld seiner Verfolger verschwunden war, ließ er den Gamsbock fallen. Rolf streckte sich, dass sein Rücken knackte. Ein seltsam schwebendes Gefühl machte sich in seinem ganzen Schultergürtel breit und seine Oberschenkel begannen zu zittern. Er würde eine Weile brauchen, bis sein Körper sich von den Strapazen des Gewaltmarsches erholt hatte und er sicher zielen konnte. Er hoffte nur, dass es nicht zu viel Zeit sein würde, die er dafür benötigen würde. Eine gute Stelle für seinen Hinterhalt hatte er schnell gefunden. Direkt neben der hochaufragenden Felsnadel gab es noch einige kleinere Felsen, über die hinweg er seine Verfolger im Blick behalten konnte, während die Felsnadel selbst seine linke Flanke schützte. Sie waren näher herangekommen, befanden sich vielleicht noch 50 Meter entfernt. Der Wind, der von Osten her über den Hang strich, wurde etwas stärker, während Rolf registrierte, dass die drei Gestalten sich noch etwas weiter voneinander entfernt hatten. Rolf war klar, was sie vorhatten. Sie planten, ihn von zwei Seiten in die Zange zu nehmen. Die Frage war nur, wie sie sich entscheiden würden. Von welcher Seite zwei von ihnen angreifen würden und von welcher Seite einer. Vorausgesetzt natürlich, es würde ihm nicht gelingen, vorher mindestens ein oder zwei von ihnen mit der Maschinenpistole zu erwischen. Die Maschinenpistole, die an seinem rechten Arm festgezurrt war. Er machte sich bereit, überprüfte routiniert den festen Sitz der Waffe. Er befreite sie von Eis und Schnee, klopfte sachte und leise ein paar Mal gegen das Magazin, damit es keine Ladehemmung geben würde. Hatte er denn noch genug Zeit? Ein schneller Blick verriet ihm, dass er sehr wohl noch ausreichend Zeit hatte. Sie hatten ihre Geschwindigkeit verringert.
waren misstrauisch geworden und noch weiter ausgeschwärmt. Und jetzt sah Rolf, dass zwei von ihnen Speere trugen und einer etwas, das entweder eine Keule war oder eine Axt. Die Gestalten waren ganz mit Pelzen behangen und trugen entweder Kapuzen oder hatten sich mit Pelzstreifen die Köpfe vermummt, um sich vor der Kälte abzuschirmen. Auch lag etwas in ihren Bewegungen, das Rolf annehmen ließ, ohne dass ihm bewusst wurde, warum, dass sie ihm aus der Höhle gefolgt waren und ihn nicht zufällig entdeckt hatten. Vielleicht waren sie der Meinung, dass der Gamsburg ihnen gehörte, dass er der Dieb war und sie sich nur ihr Eigentum zurückholen wollten. Er schob den Gedanken von sich. In dieser Situation ethische Überlegungen anzustellen, war kontraproduktiv. Pragmatisch. Er musste pragmatisch sein. Das hatte ihn bisher doch auch am Leben erhalten. Rolf durfte nicht mehr zögern. Gerade als er die Gestalt ganz rechts ins Visier nahm, drang ein langgezogenes Heulen an seine Ohren. Er hörte es nur ganz schwach, aber es verursachte ihm eine Gänsehaut, denn es kam aus Richtung der Hütte und irgendetwas Fremdes lag in dem langgezogenen hohen Ton. Mariam, dachte er, und eine Welle der Sorge flutete seinen Geist. Kurz sah er sie vor sich. Ihre schlanke Gestalt, die neben seiner eigenen baumartigen Erscheinung fast schon zerbrechlich wirkte. Aber er wusste, dass sie nicht so zerbrechlich war, wie sie aussah. Dass sowohl ihr Geist als auch ihr Körper widerstandsfähiger waren, als sie wirkte. Trotzdem, sie war nicht in einem Zustand, in dem er sie gerne allein gelassen hatte. Es war seine selbstgestellte Aufgabe, für sie zu sorgen, weil er eine gebraucht hatte, eine Aufgabe. Für sie und das Kind, dem sie bald das Leben schenken würde. Wenn sie es nicht schon getan hatte, hieß das, eine Mischung aus schlechtem Gewissen und Erleichterung darüber, dass dies vielleicht geschehen sein mochte, während er noch unterwegs war, um zu jagen, und die er bereits früher gefühlt hatte, mischte sich zu der Sorge in seinen Gedanken. Er musste diese Sache hier schnell zu Ende bringen. Schnell, ohne viel Brimborium. Er zwang sich, seine Gedanken zu fokussieren und legte erneut an. Gottverdammter Mist. Er hatte zu lange nachgedacht, zu lange gezögert. Dort unten, nur etwa 8 oder 10 Meter abwärts, war nur noch eine der Gestalten zu sehen. Das bedeutete, dass die beiden anderen entweder rechts oder links oder auf beiden Seiten aus seinem Sichtfeld verschwunden waren und den Felsen bald flankiert haben würden. Wirst senil, dämlicher alter Idiot, beschimpfte Rolf sich in Gedanken selbst, nahm hastig den Kopf der einen Gestalt, die er noch sehen konnte, ins Visier und drückte den Abzug. Der Schuss zerriss die Stille, gehörte nicht hierher. Das Echo hallte lang und grollend hin und her. Die Gestalt, trotz der seltsamen Bewegungen, die ihm die Kategorisierung zusätzlich erschwerten, hielt Rolf sie für einen Mann, brach zusammen, ohne einen weiteren Laut von sich zu geben. Der Speer entglitt ihren Händen, versank im Pulverschnee und war nicht mehr zu sehen. Speer und Axt sind noch übrig, ging es Rolf durch den Kopf. Ja, genau. 2 waren noch übrig. Einer mit einem Speer, einer mit einer Axt. Rolf drehte sich herum. Von wo würden sie kommen? Welche würde von links her angreifen und welcher von rechts? Er lauschte, aber Wind und neuerliches Wolfsheulen machten es ihm schwer. Sollte er die Maschinenpistole auf Salvenmodus umstellen? Nein, zu wenige der kostbaren Kugeln hatte er noch. Wie viele waren es? 5, 7, er wusste es nicht mehr. Verdammt. Er fühlte sein Herz in der Brust hämmern, unregelmäßig, aber stark, während er seinen Blick zur Seite und wieder zurückwandern ließ. Noch war keine der beiden übrigen Gestalten zu sehen. Rolf lockerte sein Messer. Was war es, was er an den Bewegungen seiner Verfolger so merkwürdig gefunden hatte? Sie waren geduckt gelaufen, so als würden sie jeden Moment damit beginnen wollen, auf allen Vieren zu gehen. Getan hatten sie das aber nicht. Es war nur eine winzige Andeutung in ihrem kollektiven Habitus, eine vage Assoziation, aber dennoch war sie Rolf aufgefallen. Er fand kein Wort dafür. Sollte er seine Position ändern? Sollte er sich von der aus dem Schnee hervorragenden Felsnadel entfernen?
Derjenige, der von dieser Seite angreifen würde, würde nur einen kurzen Weg hinter sich bringen müssen, bis er nahe genug an Rolf herangekommen wäre, um gefährlich zu sein. Sollte Rolf also vielleicht... Aber es war zu spät. Ein Schatten war plötzlich rechts in Rolfs Blickfeld. Ein Schatten, der sich sehr schnell bewegte und von dem ein ungemein starker Geruch ausging. Auch für diesen Geruch fehlten Rolf die Worte, aber es lagen viele andere Gerüche in diesem einen. Moder, Nässe, menschliche Ausdünstungen und ranziges Fett. Dies alles registrierte Rolf, während er seinen Arm nach oben riss, um erneut zu schießen. Doch er war nicht schnell genug. Zwar gelang es Rolf, den Abzug zu drücken und den Schuss abzugeben, aber zu diesem Zeitpunkt befand sich sein Arm schon nicht mehr auf einer geraden Linie zu seinem Ziel. Die Gestalt machte einen großen und hohen Satz auf Rolf zu. Der Bogen, den sie dabei in der Luft beschrieb, war geradezu absurd weit, und es war schier unglaublich, dass jemand aus dem Stand einen solchen Sprung machen konnte. Aber wenn Rolf überleben wollte, dann musste er glauben, was gerade geschehen war, und durfte sich nicht mit Zweifeln aufhalten. Die Gestalt befand sich in einem Sekundenbruchteil noch im Zenit ihrer Flugbahn, die Beine angezogen und beide Hände um den Griff der Keule hoch über ihrem Kopf gelegt und, so kam es Rolf vor, stieß dann auf ihn herab, wie ein Raubvogel auf einen vor Angst gelähmten Hasen. Blitzschnell warf er sich zur Seite. Neuerlicher Schmerz durchzuckte seine Knie und dort, wo gerade eben sein Kopf gewesen war, ging die Waffe nieder. Ganz weit hinten in seinen Gedanken begriff Rolf, dass es sich um eine Keule handelte und nicht um eine Axt, aber das war in diesem Moment egal. Sein Gegner fing sich wieder, viel, viel schneller als es Rolf lieb war, der selbst aus seiner vorigen, knienden Schützenposition hochfederte und erneut versuchte, ein Ziel zu finden, während er mit der linken Hand sein Messer zückte. Sein Gegner wiegte sich von rechts nach links, blieb ständig in Bewegung, und Rolf war klar, dass sich in exakt dieser Sekunde von der anderen Seite der zweite seiner Verfolger an ihn heranschleichen konnte. Was sollte er tun? Einen Blick nach hinten werfen? Sich auf Verdacht nach vorn werfen, um einem etwaigen Schlag ausweichen zu können? Oder sollte er einfach schießen? Rolf entschied sich für die letzte Variante. Sein Mittelfinger krümmte sich um den Abzug und der Schuss löste sich. Wolfs Geheul aus Richtung der Hütte mischte sich in das Krachen. Die Kugel traf seinen Gegner in die rechte Schulter. Das sah Rolf noch, bevor er von hinten niedergerissen wurde. Das Messer entglitt seiner Linken, versank im Pulverschnee. Das Körpergewicht seines Gegners presste Rolf nach unten. Er fühlte Hände seine Schultern entlangtasten auf dem Weg zu seinem Kopf. »Er hat den Speer nicht mehr«, dachte Rolf. »Warum hat er den Speer nicht mehr? Sollte er lebendig gefangen genommen werden? So musste es doch sein. Oder warum sonst sollte man in einem Kampf eine Waffe aufgeben? Warum sonst fühlte Rolf nun eine drückende Hand am Hinterkopf, die ihn mit dem Gesicht voran in den Schnee presste und nicht die Spitze der Waffe in seinem Leib? Warum sonst war es der Verfolger mit der Keule gewesen, der den ersten Angriff getätigt hatte?« Rolf hörte das angestrengte, kränklich feuchte Atmen desjenigen seiner Verfolger, der auf seinem Rücken kniete und das Schmerzerfüllte des Angeschossenen. Jetzt behinderte ihn die Maschinenpistole, die an seinem rechten Arm mit der verdammten, verkrüppelten Hand befestigt war, dabei, sich nach oben zu drücken und den Angreifer auf seinem Rücken abzuschütteln. Mit seiner linken Hand tastete er im Schnee herum nach seinem Messer. Der Mann, der auf ihm hockte, war ganz damit beschäftigt, Rolf unten zu halten. Wenn er Rolf von seinem Tun abhalten wollte, konnte er sich nicht mehr ganz so stark darauf konzentrieren, ihm das Gesicht in den Schnee zu drücken. Der Druck jedoch ließ nicht nach. Hatte der Kerl noch gar nicht bemerkt, was Rolf mit seinem linken Arm machte? Aber selbst falls das so sein sollte, mit seiner Suche nach einer Waffe hatte Rolf in den nächsten Sekunden keinen Erfolg. Und lange konnte er nicht mehr in dieser Position verharren, denn langsam aber sicher ging ihm die Luft aus. Bevor das geschah, musste er handeln. Er spannte alle Muskeln an und warf sich herum. Nicht nach oben, sondern drehte sich unter dem Gewicht seines Angreifers mit einer ruckartigen Bewegung, die seinen Gegner nur kurz aus dem Konzept brachte. Aber dieser kurze Moment genügte, damit Rolf sich zumindest halb herumdrehen und nach Luft schnappen konnte. Sein Angreifer hatte sich aber beinahe genauso schnell wieder auf die neue Situation eingestellt.
Noch immer lastete sein Gewicht auf Rolfs Oberkörper, nun nicht mehr auf seinem Rücken, sondern auf seiner Brust. Die pilzvermummte Gestalt hatte jetzt allerdings nur noch ein Knie auf Rolfs Brustkorb, das sich schmerzhaft in ihn bohrte, und erneut wurde Rolf von dem Körpergewicht seines Gegners nach unten gedrückt, während dessen Hände nach Rolfs Hals suchten. Mit seinem freien linken Arm versuchte Rolf, die nach ihm greifenden Finger abzuwehren, und nach einigem Ringen gelang es ihm, die Gestalt von sich zu werfen. Jetzt war er wieder auf Schussdistanz und zögerte keine Sekunde, den rechten Arm hochzureißen. Die Kugel, die die Maschinenpistole mit einem reißenden Krachen ausspuckte, traf seinen Gegner am Hals. Er stieß ein rotfeuchtes Zischen aus und katapultierte sich von Rolf weg, wobei das Knie hart gegen Rolfs Solarplexus gepresst wurde. Auch Rolf blieb die Luft weg. Aber nicht so sehr wie seinem Gegner. Der hielt sich den Hals, taumelte, machte ungelenke, übergroße Schritte nach vorn, zurück und zur Seite. Rolf konnte das Blut sehen, das zwischen den Fingern hervorfloss. Schnell wurden die Bewegungen fahrig und planlos, und nur 2 Sekunden später hatte der Getroffene nicht mehr die Kraft, das Loch, das die Kugel in seinen Hals gerissen hatte, zuzuhalten. Die Hände fielen an den Seiten herab, eine letzte Blutfontäne sprühte zur Seite hinweg, und der Mann fiel zu Boden. »Was hast du jetzt davon?«, dachte Rolf, bevor er sich daran erinnerte, dass er noch einen weiteren Gegner hatte. Noch im Liegen und während er noch immer um Atem rang, warf Rolf sich erneut herum. Wo war der Mistkerl? Rolf sah den Mann, noch bevor er sich ganz umgedreht hatte. Jetzt begriff er auch, was mit dem Speer passiert war. Die Waffe befand sich in den Händen seines letzten und verletzten Gegners. Irgendwie musste der andere sie in dessen Reichweite geworfen haben, kurz bevor er Rolf angesprungen hatte. Die von oben bis unten mit Pelzen behangene Gestalt hatte den Arm zum Wurf erhoben. Die Bewegung war bereits begonnen. Die Gestalt wiegte sich in den Hüften hin und her, ebenso wie vorhin, als sie versucht hatte, Rolfs Schuss auszuweichen. Auch diesen Bewegungen haftete etwas Vorgebeugtes, etwas Geducktes, ja, etwas Tierisches an. Zusätzlich hing die verletzte Schulter schief herab, was erklärte, warum der Mann gerade eben nicht in den Kampf eingegriffen hatte. Da floss auch Blut und tropfte warm in den Schnee. Dennoch war Rolf sich bewusst, dass er es nicht rechtzeitig schaffen würde. Jetzt kam es auf sein Glück an, und er würde viel davon brauchen, denn ein geübter Speerwerfer würde ihn auf diese Distanz nicht verfehlen, und er hatte keinen Grund zur Annahme, dass es sich bei seinem Gegner nicht um einen geübten Speerwerfer handelte. Ein ungeübter Kämpfer hätte mit einer solchen Schulterverletzung schon längst das Weite gesucht. Rolfs Gedanken rasten, und mit hektischen Blicken versuchte er herauszufinden, wie groß die Gefahr war, in der er sich befand. Was hatte der Speer für eine Spitze? Er konnte es nicht sehen, sie war auf ihn gerichtet. Heller war sie, heller als der Rest des Speeres, aber Rolf glaubte nicht, dass sie aus Metall war. Knochen? Das wäre gut. Besser auf jeden Fall als eine Spitze aus Stahl. Vielleicht konnte es ihm gelingen, den Wurf mit der Maschinenpistole abzu... Von hinter der Gestalt her raste ein beinahe hüfthoher dunkler Schatten heran. So plötzlich er aufgetaucht war, so schnell war er auch schon wieder aus Rolfs Blickfeld verschwunden. Dann noch einer und dann ein vierter. Wölfe. Der vierte schaffte es nicht ganz vorbei. Er stieß Rolfs Gegner an, brachte ihn aus dem Gleichgewicht gerade im letzten Moment. Erst dann verschwand auch er aus Rolfs Blickfeld. Der Speer zischte an Rolf vorbei und er landete 2 Dutzend Meter hangabwärts mit der Spitze voran im Schnee. Für den Bruchteil einer Sekunde sahen sowohl Rolf als auch sein Gegner den Wölfen nach. Es sah so aus, als würden die 3 hinteren Tiere das vordere verfolgen. Ein seltsames Bild, und Rolf hob die Waffe und schoss der Fellgestalt dorthin, wo er die Stirn vermutete. Die Kugel traf genau dort, wo Rolf es visualisiert hatte. Der Gegner fiel. Mühsam erhob sich Rolf, blickte sich um. Ja, er hatte alle 3 erwischt. Hab doch gesagt, ihr kommt nicht in die Nähe der Hütte. Ein Toter hang abwärts, einer links von ihm und einer rechts. 4 Kugeln. In der Hütte musste er zählen, wie viele er noch hatte. Aber dazu musste er erst einmal zur Hütte gelangen. Und was war das mit den Wölfen gewesen? Rolf drehte sich um den Tieren nachzusehen, wobei er innerlich kopfschüttelnd versuchte, sein rasendes Herz unter Kontrolle zu bekommen. Nicht, dass es stach oder schmerzte.
Nein, so weit war er dann doch noch nicht. Aber es hämmerte und trieb ihm laut pochend das Blut durch den Körper. Das konnte er nicht gebrauchen, es lenkte ihn ab. Er warf einen Blick auf den Gamsburg. Noch da. Gut. Und sein Messer? Er brauchte eine ganze Weile, bis er es wiedergefunden hatte. Aber angesichts einer Welt wie dieser, und da er nun wusste, dass die Wölfe anderes zu tun hatten, als vor der Hütte herumzulungern, brachte er die nötige Zeit auf. Einige weitere Minuten nahm er sich, um die getöteten Gegner zu durchsuchen. Die Durchsuchung brachte nichts zutage, was er... Doch, seltsam, dass sie nichts bei sich führten, was man erwarten konnte. Nichts, gar nichts, was aus der Zeit vor dem Krieg stammte. Keine Kleidung von damals, nur Fell. Keine Trinkflaschen, keine Rucksäcke. Nur die Felle, die die drei, es handelte sich tatsächlich bei jedem der Toten um einen Mann, getragen hatten. Und ihre Waffen natürlich. Das Einzige, was ihm auffiel, waren grobe primitive Tätowierungen in den toten Gesichtern. Die Tätowierungen und grob gearbeiteter Knochenschmuck, der sich zumeist auf die Nase und Ohren beschränkte. Lediglich der mit der Keule, der ihn zuerst angegriffen und den er, Rolf, als letzten getötet hatte, trug auch bearbeitete Knochenstücke, die die Haut zwischen Nasenwurzel und dem zurückweichenden Haaransatz an mehreren Stellen in einer geraden Linie durchstoßen hatten und mit ihr verwachsen waren. Eine Leiter ins Gehirn, wenn man so wollte. Und natürlich war da noch das Loch, das seine Kugel hinterlassen hatte. Es war Schluss damit. Ermahnte sich Rolf. Eine Keule und zwei Speere waren seine Beute, und das war's. Rolf beschloss, die Waffen mitzunehmen, indem er sie quer zwischen seinem Rücken und seinem Rucksack hindurchschob und den Rucksack besonders gut festzurrte. Dann ging er, Laute des Unwillens und der Anstrengung ausstoßend, in die Knie und lud sich den Gamsbock umständlich wieder auf die Schultern. Sicher, er und Mariam hatten bessere Waffen als das, aber vielleicht würden sie doch noch nützlich werden. Und wenn nicht... Nun ja, dann konnte er sie ja immer noch als Feuerholz verwenden. Noch bevor er einen weiteren Schritt machte, ließ er den Gamsbock wieder fallen. Da war noch etwas gewesen. Noch etwas, von dem Rolf glaubte, dass es seiner Aufmerksamkeit bedurfte. Die vage Ahnung erwies sich als richtig. Hangabwärts, aus seiner Sicht rechts der Felsnadel, lag noch etwas. Etwas Dunkles dort im Schnee, das seinen Blick auf sich zog. Ein toter Wolf. Seltsam. Rolf hatte noch nie davon gehört, dass Tiere sich bis auf den Tod bekämpften. Sicher, es kam vor, dass ein Tier sich bei einer Auseinandersetzung, sei es um Nahrung, Führungsanspruch oder Zugang zu Weibchen, eine Verletzung zuzog, die dann später zu dessen Tod führte. Aber dass Tiere einander gezielt töteten? Tiere gleicher Art? Davon hatte er noch nie gehört. Das taten nur Menschen. Mühsam stapfte er das Stück den Hang hinunter und betrachtete den Kadaver. Es war ein Männchen, ein großes Tier, und soweit Rolf das sagen konnte, hatte es sich im mittleren Alter befunden, bevor sein Schicksal es ereilt hatte. In anderen Tieren war nichts mehr zu sehen, aber ein Stück weit konnte Rolf in der bläulichen Abenddämmerung ihre Spuren mit den Augen verfolgen. Sie entfernten sich von ihm. »Um die muss ich mir wohl keine Sorgen mehr machen«, dachte Rolf und trat noch einen Schritt näher heran. Die Wunden, die den männlichen Wolf getötet hatten, waren schrecklich. Der ganze Bauchbereich aufgerissen, Eingeweide hingen heraus. Auch der Hals war komplett zerfleischt. Das Tier war noch nicht ausgekühlt und Dampf stieg auf, wo sein Blut aus dem Körper trat und sich mit dem Schnee vermengte. Es musste unglaublich schnell gegangen sein. Rolf hatte von dem Kampf nichts mitbekommen. Sicher, er war mit seinem eigenen Kampf beschäftigt gewesen und damit seine toten Gegner zu durchsuchen. Aber trotzdem sehr, sehr merkwürdig. Rolf beschloss, nicht länger darüber nachzudenken und machte sich nun endgültig auf den Weg. Aber alle paar Schritte drehte er sich um, um sicherzustellen, dass ihm keine weiteren Verfolger auf den Fersen waren. Seien es nun Menschen oder Tiere.